Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Buchneuzugänge vom Juni. Ich zeige euch, welche Bücher bei mir eingezogen sind und würde sagen, wir legen los und fackeln nicht lange drum rum. Let's go! Es sind mal wieder einige Mangas bei mir eingezogen. Ich weiß nicht, was ich in letzter Zeit mit Mangas habe, aber auch ein paar normale Bücher. Und ich hole euch mal noch ein Stück ran hier. Und ja, wir legen einfach damit los. Und zwar ist einmal dieses Buch eingezogen von Electra White, The Shades of Tears and Silence. Das ist ein ganz dünnes Buch, das möchte ich jetzt auch bald lesen. Und zwar ist das von Amazon, weil es ein Self-Publishing-Buch ist. Aber ich habe das irgendwo auf einem Buchblog gesehen und das klang so gut, dass ich es unbedingt haben wollte. Und zwar geht es hier einmal um Dante und um November. Bei Dante steht, mein Auftrag lautet, sie zu töten, aber alles in mir will, dass sie lebt. Bei November steht, ich wollte sterben, doch in ihm fand ich etwas, das mich leben lassen will. Das ist jetzt nicht unbedingt so, wo man viel draus nehmen kann. Ich habe aber auch gerade nicht so wirklich eine andere Beschreibung dafür. Aber auf jeden Fall klingt es sehr, sehr gut. Also es geht eigentlich darum, dass er sie töten will, aber irgendwie auch nicht. Und dann nimmt die Geschichte irgendwie ihren Lauf. Ich habe keine Ahnung so richtig, was mich eigentlich erwartet, aber es klang so gut, dass ich es unbedingt haben wollte. Und ich meine, bei 200 Seiten kann man echt nichts verkehrt machen. Deswegen musste das mit und ich freue mich wahnsinnig darauf. Auf ein Buch, wo ich mich auch sehr, sehr drauf freue, ist dieses hier und zwar von Kerstin White. Das Buch hat schon ein bisschen gelitten, weil ich habe es mit in den Urlaub genommen, habe es dann aber nicht gelesen und ist dann ein paar Mal durch den Koffer gegangen. Deswegen hat es überall ein paar Knicke leider, aber nicht so schlimm. Und zwar, ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Armer Zement. I don't know. 14 Kandidaten, 7 Tage, ein Labyrinth ohne Entkommen. Also es geht um eine Challenge und zwar eine Woche lang in einem verlassenen Freizeitpark versteckt bleiben, ohne gefunden zu werden. Der Gewinn genug Geld, um ein besseres Leben zu führen. Und zwar geht es hier darum, dass Meg sich sicher ist, dass sie bei dieser Reality-Show gewinnen kann, denn sie kann sich sehr, sehr gut verbergen. Und nur deshalb ist sie noch am Leben und ihre Familie nicht. Doch als die anderen nach und nach verschwinden, wird Meg klar, dass bei dieser Gameshow etwas nicht stimmt. Ein unsichtbares Grauen lauert im Park und aus dem scheinbar harmlosen Spiel wird ein tödlicher Wettlauf mit der Zeit. Oh mein Gott, klingt so gut. Ich liebe ja sowas. Und deswegen bin ich hier richtig gespannt drauf und ich möchte es jetzt unbedingt lesen. Dann sind noch 3 Bücher bei mir eingezogen, die ich auch schon gelesen habe. Da findet ihr meine Meinung dann im Lesemonat. Und zwar einmal dieses Buch von Jeanette McCurdy, I'm Glad My Mom Died, meine Befreiung aus einer toxischen Mutter-Tochter-Beziehung. Sie war ja die Hauptdarstellerin bei iCarly und zwar Sam Puckett hat sie gespielt. Und in diesem Buch ist es quasi eine Biografie von ihr. Und da geht es darum, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, was ihre Mutter vor allem für eine Rolle spielt bei der ganzen Sache und vor allem, wie es auch hinter der Erfolgsshow abging oder was dort eigentlich abging. Und ja, das musste natürlich bei mir einziehen. Dann ist dieses Buch am Flughafen noch bei mir eingezogen und zwar von Martin Muser, weil hier geht es darum, dass ein paar Jugendliche mit dem Auto in ein Ferienhaus fahren und sie nehmen auf dem Weg einen Anhalter mit. Allerdings verhält er sich nicht ganz korrekt, weswegen sie ihn dann wieder rausschmeißen und zurücklassen. Und als sie in dem Ferienhaus angekommen sind, einen Tag später ungefähr, steht plötzlich der Anhalter mit 2 Verwandten vor der Tür und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Und dieses Buch geht auch so, er hat so ein ethischen Anteil, also es geht eher oft um das Handeln, ob das ethisch korrekt ist und ja, ist auch nur ein ganz kurzes, das stand auf meiner Wunschliste und am Flughafen habe ich mir dann gedacht, komm, kaufst du dir jetzt einfach. Und dann ist auch dieses Buch bei mir eingezogen, das ist auch im Juni erst erschienen und zwar von Jean-Christoph Tixier, I don't know, ich weiß es nicht, und zwar Dirty, ich habe auch vergessen, wie das ausgesprochen wird. Du wirst nicht entkommen. Und zwar geht es hier um Diego. Und Diego ist schuldig gesprochen wegen fahrlässiger Tötung. Und jetzt wird er aus dem Gefängnis entlassen. Allerdings ist er nicht frei, denn 3 Millionen Klicks haben bei der App
für ihn gewotet und geben ihn somit zur Jagd frei, denn jeden Abend wird sein Standort gepostet und jeder darf ihn straffrei töten. Ist auch noch ein kurzes Buch, klingt richtig gut. Das waren meine 5 Bücher, an die ich mich wieder gehalten habe. Dann sind mal wieder ein paar Mangas eskaliert, aber gut, was soll ich machen, Mangas, mein Gott. Und zwar ist einmal fast eine komplette Reihe bei mir eingezogen, und zwar von Starving Anonymous Band 2 bis 6. Den ersten Band habe ich ja schon vor einer ganzen Weile gekauft, aber nachdem ich den gelesen hatte, wollte ich dann unbedingt alle anderen haben. Hier geht es quasi darum, dass ein Highschool-Schüler in einer Fabrik aufwacht und sich fragt, was zur Hölle geht hier vor, denn dort werden Menschen gezüchtet, wie Vieh gemästet, und dort sind Berge von toten Menschen, und ja, er fragt sich, was ist mit der Welt passiert. Und da ich den ersten ganz gut fand, auch wenn er ein bisschen komisch ist, aber deswegen wollte ich unbedingt weiterlesen und deswegen sind die weiteren Bände auch bei mir eingezogen. Dann ist auch noch ein kompletter Schuber bei mir eingezogen, und zwar einmal One Week Friends. Und ja, das ist vom Carlsen Verlag nochmal als Komplettset erschienen, alle 7 Bände. Und das klang so interessant, deswegen wollte ich das unbedingt haben. Ich weiß jetzt nicht, warum ist das hier eigentlich nicht auf Deutsch drauf, aber keine Ahnung. Und zwar geht es darum, dass Kaori nach einer Woche alle ihre Freunde vergisst. Also ihre Erinnerungen an ihre Freunde werden einfach gelöscht. Das gesteht sie Yuki, und Yuki möchte sich trotzdem mit ihr anfreunden. Indem sie jede Woche ihre Erinnerungen aufschreiben und ihnen immer wieder nachgehen, bauen sie beide eine Freundschaft auf, immer und immer wieder aufs Neue. Eine zuckersüße Geschichte zum Thema jugendliche Freundschaft. Ich fand, das klang so, so süß. Deswegen wollte ich das unbedingt haben. Freue mich ja schon drauf, das zu lesen, und hoffe, dass ich es bald machen werde. Und dann sind noch 2 Reihenfortsetzungen quasi eingezogen. Und zwar einmal Band 3 von Soulmate. Das ist, glaube ich, auch der Abschlussband der Reihe. Und zwar erwacht Yuzi 10 Jahre in der Vergangenheit und ist plötzlich wieder in der Highschool. Und ihr erwachsenes Ich wacht plötzlich in ihrem Highschool-Ich wieder auf, und sie versucht, den Tod von ihrer Freundin zu verhindern. Ja, da mochte ich den ersten Band ganz gerne, deswegen musste der zweite dann bei mir anziehen und jetzt natürlich auch der dritte. Und ja, der ist auch komplett in Farbe und war sehr, sehr interessant. Und dann ist noch der 7. Band von Vampire Night Pearls bei mir eingezogen. Das ist eben eine Vampirgeschichte. Da geht es um eine Vampirschule. Einmal die Dayclass und die Nightclass. Die Dayclass sind normale Schüler und die Nightclass sind Vampire. Hier sind wir dann natürlich schon weitaus weiter mit Clans, die auf einmal kommen. Vampirclans und Kriege. Und mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Deswegen musste natürlich auch der nächste Band bei mir einziehen. Und ja, das waren meine Buchneuzugänge vom Juni. Hauptsächlich mal wieder Mangas, aber egal. Die habe ich ja mal doch schneller mal weggelesen als die anderen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!